Hallo Freunde und willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir stehen hier unten vor der Diebesgilde. Die soll sich nämlich in der Kanalisation von Corinnes befinden und genau da sind wir. Ich war nicht untätig gewesen. Ich habe mir das ganze Offscreen schon mal betrachtet und dabei festgestellt, dass es jetzt wahrscheinlich nicht so leicht wird, diese Quest abzuschließen. Wahrscheinlich werden wir es gar nicht schaffen. Zumindest einen Gegner, den Endgegner, sozusagen, den werden wir nicht packen, denn der hat einen ordentlichen Bums drauf. Also, das ist eine gute Frau, eine nette Frau. Die will uns auch in die Diebesgilde einladen. Aber wenn wir das Angebot ablehnen, dann versucht sie uns zu töten und das wird ihr wahrscheinlich auch gelingen. Gut, ich habe gesagt, ich habe das Offscreen gemacht. Ich habe noch mehr gemacht. Ich habe noch meine unnützen Sachen im Inventar verkauft. Wir sind jetzt eigentlich richtig reich. Was wahrscheinlich daran liegt, dass wir uns hier noch nie irgendwas gekauft haben, außer diese Milizrüstung. Und ich habe auch ein Buch gefunden. Bin jetzt ein bisschen stärker geworden durch das Buch. Ansonsten habe ich kaum trainiert. Ich habe zwar noch ein paar Gegner erledigt, aber das war's dann auch schon. Gut. Ach ja, ich habe noch was. Und zwar hier einen schönen Piratensäbel. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir den her hatten. Der ist auf jeden Fall ein bisschen besser wie die Axt, die wir vorher benutzt haben. Und dann habe ich, glaube ich, in der vorletzten Folge irgendwann, ja, ich glaube, es war in der vorletzten Folge gesagt, da hatten wir so ein Bastardschwert gefunden. Da hatte ich mir gesagt, wenn wir gleich jetzt hier an Land kommen, dann betrachten wir uns das. Und natürlich habe ich es wieder vergessen, aber mittlerweile habe ich es mir betrachtet. Das ist sogar deutlich besser wie das, was wir hier nutzen. Wir können es aber noch nicht benutzen, weil wir dafür noch nicht die erforderliche Stärke haben. So. Jetzt würde ich vorschlagen, wir gehen mal da rein. Ich weiß jetzt, dass es für euch leider sehr, sehr dunkel sein wird. Das tut mir leid. Aber ich kann Gothic 2 so hell einstellen, wie ich möchte. Es ändert sich nichts. Die Fraps nimmt es immer mit der gleichen Helligkeit auf. Irgendwie müsste man das wahrscheinlich im Treiber einstellen können. Ich habe jetzt auch schon mal gesucht. Ich habe da jetzt momentan nichts gefunden. Ich versuche das noch in den Griff zu bekommen, weil ich weiß, es ist wirklich verdammt dunkel hier. Und ihr seht kaum was. Gut, notfalls müsst ihr hier wirklich alles abdunkeln und dann könnt ihr das betrachten. Okay, und da vorne sind jetzt die ersten Ratten. Die nickt da schon mit dem Kopf. Die sieht, dass wir da kommen. Ich gehe jetzt nochmal ein Stück zurück. So. Sind die jetzt hin oder was? Das ging aber fix. So, gucken wir nochmal, was sie dabei haben. Ein Fleisch, jawohl. Besser als gar nichts. Aber hier gibt es noch viel mehr Ratten. Da gibt es vor allen Dingen auch ein bisschen was zu finden. Ein rostiges Schwert. Und wenn wir dann zu... Oh, kommst du denn her? Die rennt da uns vorbei. Was ist mit der los? Da, drei Treffer hat sie jetzt ausgehalten. Drei Treffer und dann nur 30 Erfahrungspunkte. Das ist unglaublich. Und ich dachte eigentlich, wir wären stärker geworden. Sieht nicht so aus. Okay, da ist noch eine Axt. Wir nehmen das alles mit, obwohl es nur Blunder ist, aber das wird natürlich später dann gnadenlos vertickert. Gut. Ganz viele Pfeile hier. Dann noch mehr Pfeile. So, haben wir da auf der anderen Seite noch was? Da können wir auch reingehen. Ich muss euch gestehen, bei mir ist es auch gerade hell, weil ich nämlich jetzt tagsüber spiele. Ich sehe kaum was. Da ist noch eine Ratte. Die greift mich gar nicht an. Warum denn nicht? Die rennen da alles im Kreis rum. So, was das jetzt? Ich sehe jetzt momentan nichts mehr, aber ich sehe, wie gesagt, auch nicht gut. Denn die Sonne strahlt rein hier in das Zimmer. Und hier ist es jetzt auch zumindest für mich nicht besonders hell. Irgendwas haben wir doch gerade eben da Blitzendes gefunden. Ach, das war so ein Heiltrank, ne? Oder ein Trank allgemein. So, ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Doch, eine Truhe gibt es da noch. Dafür habe ich kein Talent. Sollten wir uns vielleicht doch der Diebesgilde anschließen, dann werden wir wahrscheinlich lernen, wie man Schlösser knackt. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass man das auch auf anderem Weg lernen kann. Ich bin mir da nicht so sicher, weil ich in Gothic 2 nicht mehr ganz so bewandt bin. Ein rostiges Schwert nehmen wir auch mit. Noch mehr rostige Schwerter. Was ist denn da los? Da haben sie die ganzen Leichen da reingesteckt, oder was? Mann, die sind krank, ey. Die sind absolut krank. Gibt es hier noch was? Ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht zum Anführer der Diebesgilde kommen. Zumindest noch nicht, bevor ich gespeichert habe. Denn wie gesagt, wir werden es jetzt probieren. Ich werde versuchen, die junge Lady zu töten, aber es wird wahrscheinlich nicht gelingen. Gut, wenn wir jetzt hier weiterlaufen, dann kommen wir dann zum ersten NPC von der Diebesgilde, aber das ist alles noch kein Thema. Hier drin ist übrigens das Phänomen, dass es wieder ganz leicht anfängt zu ruckeln. Gut, kann ich jetzt nichts ändern, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wenn ich jetzt wahrscheinlich mit diesem neuen Aufnahmeprogramm das Ganze probieren würde, dann wäre es wieder wesentlich stärker, aber so hält es sich noch im Rahmen, das geht.
Es ist jetzt, es ruckelt jetzt kaum mehr, wie das vorhin geruckelt hat, als ich es offscreen ein bisschen getestet habe. Von daher, es ist noch erträglich. Was haben wir denn hier? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht auf. Und wo ich den Schlüssel herkriege? Keine Ahnung. Wahrscheinlich müsste ich hier wirklich diese Diebesgilde ausräuchern. Wir können das ja auch mal testen. Denn wir haben ja den Auftrag bekommen von Lord... wer war das? André. Lord André, der Fuzzi, der da oben steht in der Kaserne, die Diebesgilde auszuräuchern. Und da ist schon der Erste hier. Hey, was machst du hier unten? Du hast hier nichts zu suchen. Also, raus mit der Sprache. Was willst du hier? Ich will dir schön auf die Fresse hauen, mein Freund. Ich hab Attila umgelegt. Ich hab Attila umgelegt. Wer hatte den Schlüssel zur Kanalisation dabei? Du hast Attila getötet? Ah, was soll's. War eher ein mieser Hund. Aber ich sag dir was. Wenn du dich mit mir anlegst, dann werde ich dich töten. Was machst du hier in diesem dunklen, nassen Loch? Ich wohne hier. Noch so eine dumme Frage und ich schneide dir ein Muster ins Fleisch. Bleib locker und bring mich zu deinem Anführer. Bring mich zu deinem Anführer. Mein Anführer? Ich bin sicher, dass Cassia mit dir sprechen will. Los, geh weiter und versuch nicht, mich reinzulegen. Der geht jetzt weg. Ich könnte wahrscheinlich von hinten eins mit meinem Säbel verpassen, aber ich lasse es jetzt erstmal. Geh nochmal da rein hier. Immer mal gucken, ob da irgendwo was rumliegt, aber ich sehe da momentan nichts liegen. Wir müssen hier weiter geradeaus kommen, gehen. Hier irgendwo müsste Cassia sein. Das ist die Anführerin. Aber hier haben wir noch eine schöne Lagerkammer mit dem Ramirez. Hast du dich verlaufen? Ich denke, das hier ist nicht der richtige Ort für dich. Wenn dir hier was passiert, wird dir niemand helfen, also sei vorsichtig. Warum sprichst du so leise? Verstehe ja kein Wort. Der andere hat viel deutlicher gesprochen. Hier haben wir noch eine Menge Truhen. Und wahrscheinlich hat auch einer dieser Charaktere diesen Schlüssel für diese eine Tür, die wir eben gerade entdeckt haben. Weiß ich allerdings nicht, denn die habe ich ja bisher noch am Leben gelassen. Ich habe hier wirklich nur diese Cassia angegriffen und die hat einen ordentlichen Schlag drauf, das sagte ich ja schon. Gut, die müsste jetzt da vorne sein. Das heißt, wir speichern nochmal ab. Wir nehmen hier die 93. Und dann gucken wir mal. Hey, you! Sieh an, wer zu uns gefunden hat. Attila hat dich unterschätzt. Diesen Fehler werde ich nicht begehen. Was läuft hier eigentlich? Du solltest sterben, weil du einen Freund ans Messer geliefert hast. Deshalb haben wir Attila geschickt. Deine Anwesenheit hier bietet dir jedoch eine neue Möglichkeit. Was willst du mir anbieten? Du kannst uns beitreten. Erzähl mir mehr von euch. Die Leute in der Stadt sind ziemlich nervös wegen uns. Aber niemand kennt unser Versteck. Die paar Leute, die überhaupt wissen, dass es die Kanalisation gibt, denken, sie wäre geschlossen und für niemanden zugänglich. Und solange sie uns nicht finden, können wir ungestört arbeiten. Was weißt du über die verschwundenen Leute? Warum interessiert dich das? Ich will herausfinden, was mit ihnen passiert ist. Wenn du aus der Kanalisation kommst, schwimm ein Stück weit rechts runter an der Küste entlang. Dort wirst du deine Antworten finden. Ja, leider waren wir da schon. Und leider hatte ich da meine Milizrüstung angehabt, sodass er nicht geplaudert hat. Das habe ich übrigens auch nochmal offscreen probiert. Ich habe die Rüstung nochmal ausgezogen, bin nochmal zu dem hingeschwommen. Aber dieser Drops ist gelutscht. Der gibt uns keine neuen Informationen mehr. Wir hätten von Anfang an ohne Rüstung dahin gehen sollen, ohne Milizrüstung. Gut, ist jetzt auch egal, das Leben geht weiter. Aber so hätten wir das richtig lösen können. Was habe ich davon, wenn ich euch beitrete? Du kannst bei uns spezielle Fertigkeiten lernen. Fertigkeiten, die dir ein Leben in Reichtum ermöglichen. Aber ich muss mich dann nicht hier unten verstecken, oder? Nein. Du musst dich nur an unsere Regeln halten. Das ist alles. Was sind eure Regeln? Die erste Regel lautet, du verlierst kein Wort über uns. Zu niemandem. Niemals. Zweitens, lass dich nicht erwischen. Drittens, wenn du hier unten deine Waffe ziehst und jemanden angreifst, bringen wir dich um. Und die vierte und letzte Regel ist, wer uns beitritt, muss sich beweisen. Was passiert, wenn ich erwischt werde?
Lass dich einfach nicht erwischen, okay? Wie muss ich mich beweisen? Willst du uns nun beitreten oder nicht? Das ist jetzt die Frage, denn wenn ich da beitrete, dann ist alles okay, dann müssen wir eine Quest machen und dann sind wir wahrscheinlich wirklich Mitglied der Diebesgilde. Sollte ich jedoch Nein sagen, so macht mich die gute Cassia einen Kopf kürzer. Aber ich will da gar nicht beitreten, ich will sie töten. Und wenn ich euch nicht beitrete? Dann werde ich dich töten. Dann versuch mich zu töten. Dann versuch mich zu töten. Schade. Ich hätte dich für schlauer gehalten. Mit einem Schlag erledigt ihr mich. Aber warum kämpfen die jetzt hier im Hintergrund? So, ich will gar nicht sehen, wie sie mich ausraubt. Ich lade doch mal direkt rein. Wir haben jetzt eben gerade abgespeichert. Aber ihr habt gesehen, dann nutzt es nichts. Vielleicht mögen die Kenner unter euch diesen Kampf in diesem Level schaffen. Ich schaffe es nicht. Ein Schlag und wir sind weg. Ist natürlich jetzt ein bisschen schade, denn so kriegen wir die Quest momentan noch nicht gelöst und wir können wieder abziehen. Denn der einzige Weg ist eben, jetzt hier bei der Diebesgilde anzuschließen oder sie alle zu töten. Denn auch wenn ich jetzt zum Lord André gehe, also der Fuzzi, der da bei der Mies rumsteht, dann fragt er mich nur, ob ich hier alle getötet habe. Und wenn ich dann sage, nein, habe ich nicht, dann schickt er uns hier nochmal hin, um sie zu töten. Das heißt, keine Ahnung, wie viel Level man da braucht. Eine bessere Rüstung. 2-3 Level auf jeden Fall noch. Ich denke mal, wir können das machen, wenn wir vom Minental zurückkommen. Da müssen wir sowieso jetzt bald mal hin. Wenn wir jetzt hier am Land sind, aber wieder, ich schwimme jetzt wieder hier zum Hafen hoch, dann schauen wir mal, was es da noch für Quests eigentlich gibt. Ja, es gibt ja noch diese Sumpfkraut-Quest und so weiter. Es gibt eigentlich noch eine ganze Menge, was es zu erledigen gibt, bevor wir ins Minental müssten. Wir können natürlich auch schon mal einen Blick erhaschen im Minental. Ich glaube, dass die ersten Orks, die uns da begegnen werden, nicht so schwer sind wie hier die Cassia eben. Aber das sehen wir ja dann. Gut, wir sind wieder hier schön im Hafen von Korinis. Da gefällt es mir, da fühle ich mich gleich viel sicherer. Es hätte übrigens wahrscheinlich mehr gebracht, wenn wir die ganze, diese Hafenerkundungstour, diese Korinis-Erkundungstour, die wir vor kurzem gemacht haben und mit allen NPCs hier gesprochen haben, wenn ich da die Milizrüstung ausgehabt hätte, hätten wir wahrscheinlich mehr Informationen bekommen. Unter anderem auch hier in diesem netten Freudenhaus. Da hätten wir dann noch was über Sumpfkraut erfahren. Das haben wir so nicht erfahren, dank der Milizausrüstung. Aber gut, das, wie gesagt, das soll uns jetzt nicht weiter belasten. Wir schauen nochmal auf die Quests. Und da sieht man hier, wir haben eine ganze Menge Piratenhandel. Der Pirat Skip erzählte, dass der Stadthändler Baldram mit den Piraten Geschäfte macht. Da könnten wir nochmal zu Baldram gehen. Wo ist denn Baldram? Wäre natürlich ziemlich geil, wenn es hier so eine Karte geben würde, wo die NPCs eingezeichnet sind. Der Händler Baldram. Ich glaube, ich gucke nochmal, ob der da vorne irgendwo ist. Denn der Name sagt mir auf jeden Fall was. Brahim. Nee, das klingt so ähnlich. Dann wird er wahrscheinlich da vorne am Marktplatz sein. Okay, da gehen wir nochmal dahin und werden ihn auch mal direkt darauf ansprechen. Ich werde jetzt mal gucken, was wir da so für Quests lösen können, bevor wir ins Minental gehen. Denn jedes Level, was wir bis dahin noch bekommen, ist unser Vorteil. Denn ich weiß, es gibt eine richtig harte Nummer im Minental. Da kommen Orks, und zwar Massiv-Orks. Als ich das erste Mal gespielt habe, da war ich natürlich auch noch nicht so weit und konnte diese ganzen Orks auf einmal umhauen. Ich habe da hin und wieder eine kleine Gruppe geschafft, aber letztendlich konnte ich es dann nur schaffen, indem ich einfach durchgerannt bin. Und dasselbe Schicksal wird uns jetzt auch wieder blühen, wenn wir mit diesem Level dorthin gehen. So, ich gehe doch mal hoch. Moment. So, ist hier da vielleicht der Baldram? Das ist der Stadtwache. Wer bist du denn? Da bist du ja wieder. Hakon. Harad hat endlich den verdammten Auftrag für die Paladine erledigt. Das heißt, ich habe jetzt neue Waffen im Angebot. Hast du Interesse? Oh yeah, baby. Zeig mir deine Ware. So, was hat er denn Schönes? Eine Schlachtaxt. Alter, mit 140 Schaden. Braucht allerdings auch eine Stärke von 140 Jahren, wollte ich schon sagen. Ja, es wird wahrscheinlich noch 140 Jahre dauern, bis wir so stark sind. Ein grobes Bastardschwert. Das ist genau das Teil, das wir gefunden haben. Die Schiffsaxt. Okay. So, der Burner ist es jetzt nicht unbedingt hier. Ein Harnisch-Amulett. Sowas wäre natürlich auch cool.
Ein Milizgürtel, den haben wir ja schon. Den Harnisch, Amulett, Schutz vor Waffen, 10. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt 800 ausgeben sollte. Ich habe zwar nur fast 5.500 Goldstücke, aber ich bin ja auch ein Geizhals, ne? Ist übrigens auch im echten Leben so. Nur wer Geld sparen kann, wird auch irgendwann viel Geld haben. Das ist so ein Satz, da habe ich immer drüber gelacht früher. Aber es ist wirklich so. Wer nicht gelernt hat zu sparen, der wird auch niemals viel Geld haben. Gut. Und so ist es hier bei Gothic 2 natürlich auch. Ich möchte jetzt aber nichts kaufen. Denn dieses Bastardschwert, was mir ganz gut gefällt, das haben wir sowieso schon im Inventar. So, wo ist jetzt der Baltram, der alte Penner? Jora. Zuris. Kanta. Baltram, das ist er doch. Der hat doch bestimmt neue Informationen für mich, oder? Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Du handelst mit Piraten. Was? Wer hat dir das erzählt? Ich habe mich mit einem von ihnen unterhalten. Er scheint in seiner Bucht auf dich zu warten. Was willst du machen? Es sind harte Zeiten. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Das wird Konsequenzen für dich haben. Oder hattest du keine Angst, erwischt zu werden? Wir nehmen ja das Zweite. Hattest du keine Angst, erwischt zu werden? Das kann passieren. Du hast es ja auch herausgefunden. Aber du hältst doch dicht, oder? Ich, mein Lieber, bin von der Miliz. Und die Miliz sorgt für Recht und Ordnung. Du sagst mir jetzt erstmal, was du über die Piraten weißt. Was weißt du über die Piraten? Sie leben in einem abgelegenen Teil der Insel Korinis. Soviel ich weiß, kann man den nur mit einer Kogge oder einem Schiff erreichen. Die Bürger von Korinis fürchten sich vor ihnen, auch zu Recht, weil sie im Grunde ein Haufen übler Halsabschneider sind. Aber wenn du mich fragst, sind sie bei Weitem nicht so schlimm wie die Banditen. Womit handelt ihr? Ich versorge sie meistens mit Narben. Und von ihnen erhalte ich dafür den besten Rum, den man in Korinis kriegen kann. Ich könnte den Handel für dich abwickeln. Oder das war alles, was ich wissen wollte. Das war alles, was ich wissen wollte, mein Freund. Das war alles, was ich wissen wollte. Das ist ja interessant. So, was hat er denn für Ware? Zeig mir deine Ware. Ach, da hat er hier so ein paar Plätzchen, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Weißt du was, mein lieber Waldram, ich gehe jetzt mal hier zu unserem Freund und werde mal berichten, was ihr da so Schönes treibt. Ab sofort wird Lord André den Oberbefehl für unsere Miliz übernehmen. Ich bin gespannt, wen wir jetzt alles verpetzen können. Ist ja, verpetzen ist ja normal nicht meine Art, aber wir sind ja jetzt hier Angestellte der Miliz und müssen natürlich auch unseren Dienst tun. Ich habe Peck ausfindig gemacht, genau. Ich habe Peck ausfindig gemacht. Ja, er ist schon wieder an seinem Posten und geht seiner Pflicht nach. Wo hast du ihn getroffen? Wo habe ich ihn getroffen? Er ist mir über den Weg gelaufen oder in der Roten Laterne. Wir sagen die Wahrheit, er war im Puff. Er war an der Roten Laterne. So, er treibt sich also bei den Mädels rum, statt seiner Pflicht nachzugehen? Ich glaube, ich werde noch einmal ein paar Worte mit ihm wechseln. So, wegen der Diebesgilde. Wegen der Diebesgilde? Ja. Ich habe das Versteck der Diebesgilde gefunden. Wo? In der Kanalisation, unter der Stadt. Was? Wir hatten die Kanalisation abgesperrt. So wie es aussieht, hat sie das nicht davon abgehalten, sich da unten auszubreiten. Hast du die Verbrecher zur Strecke gebracht? Ich bin an der Sache dran. Gut. Ich werde dir noch etwas Zeit geben, deine Mission zu erfüllen. Sehr schön, die werde ich auch brauchen. So, haben wir hier noch ein Kopfgeld einzukassieren? Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Nö. Okay, mehr brauchen wir da nicht anklicken momentan. Mehr gibt's da leider nicht. Wir haben jetzt die Erfahrungspunkte bekommen für den ollen Pack, den wir hier im Puff aufgetrieben haben, der jetzt wieder arbeitet. Aber mit diesem Händler unten konnten wir jetzt nichts machen. Ich werde ihn jetzt direkt nochmal ansprechen. Vielleicht kommt da jetzt noch irgendwas Interessantes. Baltram, alter Penner. Nö, hat er nicht mehr. Okay, soll mir recht sein. Gut, Leute, ich würde sagen, für diese Folge soll es das schon wieder gewesen sein. Wir sind ein bisschen weitergekommen. Ich habe gesehen, dass wir eine Diebesgilde von der guten Kassia noch ordentlich auf die Mütze kriegen. Die ist einfach noch zu stark für uns. Und nächste Folge machen wir mit den Quests weiter. Und dann werden wir uns auch irgendwann aufmachen ins Minental. Also, macht's gut, bis dann.